Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RTL Biathlon mit der Lena. Und wir sind in der Super-Profi-Extremliga angekommen. Und ja, ihr seht, wir sind ganz erfolgreich auf dem 13. Platz. Wir haben null Chance, also auch wenn wir fehlerfrei bleiben. Wir gehen jetzt in die Verfolgung in Östersund und ja, wir haben schon sowieso so viel Rückstand. Wir gucken, was wir jetzt hier schaffen können und gehen einfach mal rein in die Verfolgung. An unsere Zeiten kommen wir irgendwie auch gar nicht mehr ran. Und ja, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, wenn das so bleibt, also Östersund, klammer ich mal aus, die ist sowieso recht schwer, aber wenn dann auf Strecken, auf denen ich eigentlich konkurrenzfähiger bin, ähnliche Resultate sind, werde ich noch mal ein bisschen Schießtraining machen. Aber ansonsten will ich das eigentlich nicht. Okay, dann bist du jetzt dran. Mach ein bisschen Technik. Und dann geht's in die Verfolgung und es starten eh wieder alle vor uns. Na, mal schauen. Mal schauen, was wir hier schaffen. Ah, es war wieder nicht so gut. Wir müssen hier mal ein bisschen in den roten Bereich gehen. Das haben wir in den letzten Rennen ein bisschen versäumt. Ich will auch nicht unbedingt, dass der rote Balken so krass viel höher wird. Und ihr seht, wir haben jetzt schon wieder einen riesen Rückstand. Wir haben schon wieder fast 6 Sekunden Rückstand. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Der rote Balken kommt ja immer, immer näher. Und dann erholen wir uns ja gar nicht mehr. Also ich verstehe das nicht. Und da haben wir hier keine Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das alles sowas bringt mit diesem linken Ausdauerbalken. Ob das was bringt, wenn wir den runterspielen oder nicht. Aber ich denke, wir haben jetzt trotzdem wieder 8, 9 Sekunden. Ja, das ist sinnlos. Das ist echt Bullshit. Das Einzige, was ich mache, ist hier jetzt immer ein bisschen mit Schwung hoch. Ich glaube, das bringt schon ein bisschen was. Oh Gott. Wenn ich euch ein bisschen zu viel jammere, dann schiebe ich es auf die Hormone. So, hier liegen welche. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht immerhin fehlerfrei bleiben. Mal gucken. Oh Gott, der war knapp. Der war auch knapp. Ich glaube, ich schieße so viel zu langsam. Die schießen, glaube ich, extrem schnell. Die sind ja alle schon wieder... Oh. Guckt euch mal den Abstand an. Da sind schon... Also ich verliere ja, ja, das ist diese blöde lange Gerade, wo die halt irgendwie 300 km/h fahren. Mal gucken. Oh, die sind ja alle schon wieder... Da hinten laufen sie. Und trotzdem noch... Oh Gott. Es bringt ja auch nichts, den roten Balken, wenn der wieder runter geht. Dann verliert man so viel Geschwindigkeit, dass man hier gar nicht mehr vorwärts kommt. Oh, schreibt mir bitte Tipps rein. Ich bin, glaube ich, einfach zu doof dafür. Also diesmal verbraucht man sehr, sehr viel mehr Ausdauer. Aber ich bin echt gespannt, ob das in der Zeit was bringt. Ich denke nämlich eigentlich nicht. Weil wir haben jetzt schon wieder 23 Sekunden Rückstand.
Probieren wir es mal so. So ein bisschen roter Balken kommt da. Aber das geht noch. So, und jetzt sprinten wir hier noch um die Kurve. Und sind schon wieder alle unterwegs. Echt, ey, ich verzweifle hier echt ein bisschen in dem Spiel gerade. Und die schießen auch so verdammt schnell. Oh Mann! Das Spiel ist doof. Jetzt darf ich auch noch in die Strafrunde. Hätte so nichts gebracht. Wir bleiben, denke ich, auf unserem Platz 13. Echt, aber schneller kannst du echt nicht mehr schießen. Also ich zumindest nicht. Naja, machen wir mal weiter. Gucken wir mal, was danach für eine Strecke kommt. Was für ein Weltcup-Ort. Vielleicht läuft es ja dort besser. Da sind wir sogar mal relativ guten Berg hochgekommen. Aber das Problem ist jetzt die Zwischenzeit. Oh Gott. Also selbst ohne Strafrunde, bei der wir ungefähr 10 Sekunden verlieren. Weit weg. Weit, 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 weit weg. Ansonsten nehme ich jetzt die Folge am... Was haben wir denn eigentlich heute? 18. Dezember ist jetzt gerade hier. Also kurz vor Weihnachten, und ich denke mal, dass ich jetzt noch so viel wie möglich Biathlon aufnehme, dass wir das auf jeden Fall bis zum Neujahr noch überbrückt bekommen. Damit ihr ein bisschen was zu schauen habt, natürlich. So, jetzt haben wir niedrige Ausdauer. Jetzt sehen wir hier gar nichts mehr. Aber egal, wir sprinten jetzt hier voll hoch. Und das ist mir egal, die sind jetzt alle im Ziel. Und wir werden hier mit einem Abstand bestimmt von einer Minute oder so ins Ziel kommen. Also der Sprung ist echt nochmal krass gewaltig, also... Ich weiß nicht, wie gut ihr in der Extremliga seid. Also bei mir seht ihr ja, dass das sehr erfolgslos ist. Deswegen hoffen wir einfach mal auf die nächsten Strecken. Ich hoffe, jetzt kommt kein Massenstart. So, wir sind auf dem 13. Platz, genau. Auch deutlich zurück. Eieiei, und wir steigen auch nicht mehr auf, weil wir keine Erfahrungspunkte mehr bekommen. Okay, dann geht's jetzt nach Hochfilzen, Österreich. Ich glaube, die war gar nicht so schlecht das letzte Mal im normalen Weltcup. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir jetzt hier konkurrenzfähiger sind. Wir haben auf jeden Fall Sprint. Wir trainieren Kraft. Weil viel mehr kann man dann gar nicht mehr trainieren. Wir haben einen perfekten Start natürlich. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir nehmen hier gleich mal den Bergi. Gehen hier gleich in den Sprint. Und trotzdem sind die 740 Kilometer vor uns. Nun denn. Jetzt konnte ich gar nicht sprinten, obwohl er es mir angeboten hat. So, wir gehen mal ein bisschen in den gelben... Und ich bin auf die Zwischenzeit gespannt, ob wir hier vielleicht konkurrenzfähiger sind. Ich befürchte... Oh Gott. Nein, auch wieder nicht. Auch schon wieder 6 Sekunden Rückstand. Also Leute, ich glaube, hier gehen wir echt mit... mit 0 Punkten raus irgendwie aus der gesamten Saison. Super, jetzt bin ich ein bisschen gesprintet. Dabei hat das nicht mal was gebracht. Weil wir nirgendwo mal eine Abfahrt haben. Oh, die Strecke ist genauso kacke. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch?
Okay, jetzt haben wir hier nicht ganz so viel verloren. Es bleibt bei 7 Sekunden ungefähr. Also das war sogar okay. So, und ich hoffe, jetzt geht's hier runter. Na super. Gott sei Dank. Ein bisschen ausruhen. Dann geht es schon zum Schießstand. Da können wir reinsprinten. So, und da gucken wir mal. Ja, die stehen schon alle wieder auf. Sind die alle schon... Wie schnell schießen die denn bitte? Habt ihr das gesehen? Die haben sich hingelegt und waren schon fertig. Wow. Also das war jetzt echt mal perfekt geschossen, auch vom Rhythmus her. Und trotzdem habe ich hier einen Rückstand, passt auf. Wahnsinn. 16 Sekunden, 17 Sekunden auf das kleine Ding. Das ist unfassbar. So, wir gehen jetzt hier voll hoch, weil wir hier gleich eine Abfahrt haben. Und dort will ich den Bergspezialisten auf jeden Fall benutzen. Ich glaube, das war eigentlich sogar ein bisschen klüger. Oh, wir sind gut in der Zeit. Das ist okay, das ist sogar okay. Die will gerade nicht in die Hocke gehen. Dann machen wir das. Es geht. Also ich glaube, auf der Strecke sind wir mal so ein kleines bisschen. Ja, so ein ganz kleines bisschen konkurrenzfähiger auch. Wenn sie uns hier wieder ein bisschen um die Ohren fahren. Und jetzt haben wir hier... den nächsten Anstieg. Ja, wir sind okay. Wir sind relativ dabei. So, jetzt gehe ich hier mal ein bisschen rüber. Also irgendwie sind die viel, viel besser, was vorne in der Hocke angeht. Okay, wir sprinten wieder zum Schießen und gucken, dass wir vielleicht fehlerfrei haben, fehlerfrei bleiben, damit wir vielleicht nicht auf Platz 13 kommen, sondern vielleicht so ein kleines bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Jetzt wollt ihr wieder nicht schießen. Komm, kein gutes Schießen, viel zu langsam. Und das seht ihr, die ist dort schon längst raus. Wir haben jetzt wieder 21 Sekunden Rückstand. Das war okay. Also ein bisschen funktioniert das langsam mit der Strecke. Ja, trotzdem viel Rückstand. Ich meine, ein kleines bisschen besser, ein kleines bisschen besser als Östersund. Aber trotzdem ohne jegliche Siegchance.
Das ist 13 Sekunden, das ist trotzdem recht viel. Ich meine, ich glaube, jetzt hier könnten wir es vielleicht sogar mal. Die gibt noch mal Schwung. Wir versuchen hier mal ein bisschen außen rum zu kommen. Und versuchen jetzt mal ins Ziel zu sprinten. Wir haben nicht mal eine hohe Endgeschwindigkeit. Guckt euch das mal an, wie schnell die sind. Oh cool. Zweiter Platz. Krass. Ja, das ist doch schon ein bisschen besser. Zwar keine Chance gehabt gegen Kathi Wilm, die einfach mal eine super, super Vorstellung gezaubert hat. Aber immerhin zweiter Platz. Das ist doch schon mal was. Ah, oh, da geht's mir besser. Ja, und plus 3 Sekunden langsamer, als wir schon mal waren. Silbermedaille, cool. Da kriegt man nämlich auch mal ein paar Erfahrungspunkte und haben vielleicht die Chance, dann irgendwann auf Stufe 20 zu kommen. Okay. Dann würde ich jetzt hier erstmal wieder die Folge beenden. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance, ein bisschen im Weltcup Punkte gut zu machen. Hier lief's schon deutlich besser. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen.